begrüße euch in mein Tageshoroskop am 27. Juli 2017. Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Jungfrau und hat eine Verbindung zum Stern Spica. Spica vermittelt Wachstum. Es trägt etwas Früchte und verspricht auch Erfolg und Glück. Nicht nur Spica verspricht es, sondern auch die zunehmende Mondphase auch eine Art Wachstum. Im Bereich, wo dieses Glück wirkt, ist die Beruf, Berufung und Finanzen. Die drei Tierkreiszeichen, die damit einen Vorteil haben, das sind die Jungfraugeborenen, die Steinbockgeborenen und die Stiergeborenen. Die alten arabischen Astrologen sagen für den heutigen Tag, und das vermittelt die Mondbewegung, es ist auch wichtig, etwas noch überprüfen, eine Veränderung, ein Wechsel, was sollen wir noch verändern, was auch zum Erfolg führt. Und diese Energie vermittelt gerade die Tierkreiszeichen Jungfrau. Und wie wirkt das bei den einzelnen Tierkreiszeichen? Im Tierkreiszeichen Jungfrau geborenen bewegt sich einiges. Das sind Gespräche, Termine, Kontakte oder ein Vertrag. Vielleicht nicht heute, aber das ist auch in der nächsten Zeit spürbar. Diese Mondbewegung verspricht auch kleinere Veränderungen und es ist gut möglich, gerade bei den Jungfraugeborenen. Die Jungfraugeborenen können einen Wechsel, eine Veränderung vornehmen in beruflichen Situationen, weil die Möglichkeiten, Chancen sind da. Sie können auch ihren Finanzen verbessern. Wo die Jungfraugeborenen eine Art Spannung haben, das ist die Liebe und Partnerschaft. Also die Gefühle sind ein bisschen durcheinander. Das spüren nicht nur die Jungfraugeborenen, sondern auch die Schützengeborenen und auch die Zwillingsgeborenen. Die nächsten Tierkreiszeichen sind die Waagengeborenen. Die Waagengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, Ordnung und Struktur. Und dieses Sicherheitsgefühl gibt die eigene Zuhause. Und denn gerade in diesem Bereich sind die Waagengeborenen aktiv. Sie verschönern etwas zu Hause oder planen einen Umzug oder sind gerade bei einem Umzug. In den kommenden Tagen kommt mehr Bewegung und in die Liebe, Partnerschaft, in vertrauten Umgebung spüren die Waagengeborenen eine gewisse Unruhe, aber die sind selber nicht damit betroffen. Und da kommt auch Glück und Leichtigkeit in die kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben einiges geleistet und sie fühlen sich kraftlos. Was wieder eine Kraft gibt bei den Skorpiongeborenen, wo sie richtig auftanken können, das ist die Freizeit und auch die Lebensfreude. Und dafür brauchen die Skorpiongeborenen nicht entschuldigen, sondern die Tag genießen, weil dann kommt wieder die innere Kraft. Was die Skorpiongeborenen befestigen können, das sind die Finanzen, aber auch die beruflichen Situationen haben gute Chancen. Vielleicht kommt ein Arbeitsvertrag oder ein Termin. Da bewegt sich etwas und die Finanzen und die berufliche Situation können dann auch die Skorpiongeborenen verbessern. Aber darauf achten, das erste Mal brauchen die inneren Kraft und es gibt die Lebensfreude gerade. Bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist ein wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Sie sollen auch diese Leichtigkeit spüren. Heute ist Spannung da und es bringt die Schützengeborenen emotional ein bisschen durcheinander. Trotzdem versuchen etwas loslassen oder beenden, weil die Schützengeborenen brauchen gerade eine Art Befreiung, weil das gibt wieder Kraft,
Leichtigkeit und dann können die Schützengeborenen aufatmen. Und in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und wird angenehm sein. Ein Gespräch kann aber bei den Schützengeborenen gerade, auch wenn das nicht heute ist, aber in den kommenden Tagen unangenehm sein. Oder kann zu Spannung oder zu Missverständnissen führen. Kann auch bedeuten, dass die Schützengeborenen auf eine Nachricht warten oder auf einen Termin oder auf einen Vertrag und das verspätet sich ein bisschen. Und das bringt die Schützengeborenen aus dem Gleichgewicht. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist auch wichtig, von etwas zu befreien. Und da muss Entscheidungen treffen, etwas loslassen, etwas verabschieden, von etwas trennen oder kündigen, weil das ist die Befreiung und das gibt wieder Leichtigkeit und auch Kraft für die Steinbockgeborenen. Aber sie haben Einflüsse von außen und es sind gute Kontakte, schöne Gespräche oder ein Vertrag oder ein wichtiger Termin und die Steinbockgeborenen können beruflich etwas verbessern und ihren Finanzen in Ordnung bringen. In der Liebepartnerschaft ist eine gewisse Unsicherheit spürbar. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist ein wichtiges Thema Liebepartnerschaft. Hier kommt auch ein bisschen diese Unsicherheit. So fühlen sich gerade die Wassermanngeborenen und die kommenden Tagen kommt wieder das Glück und die Leichtigkeit. Bei den Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig, etwas bewusst erkennen, wahrnehmen. Aber wichtig ist auch eine Art Wandlung, dass all das von Vergangenheit, was die Fischengeborenen verletzt oder führt zu Enttäuschungen, all diese Gefühle loslassen, beenden und etwas bewusst hier und jetzt wahrnehmen. Die Gespräche sind gerade wichtig, aber nicht nur warten, bis jemand sich meldet, sondern mal auf anderen zuzugehen und selber den Kontakt aufbauen, weil das führt zum Gleichgewicht. Das heißt, die Fischengeborenen brauchen die inneren Gleichgewicht, dann auch die Kontakte, aber wichtig ist auch zuhören und wichtig ist auf anderen zuzugehen. Und dieser Kontakt aufbauen und all das, was in Vergangenheit Belastungen da ist, das sollen die Fischengeborenen bereinigen, weil gerade in dieser Zeitqualität sind die Fischengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema die Berufung, Ansehen, etwas erreichen. Viele starten Selbstständigkeit. Aber wichtig ist auch die Liebe, Partnerschaft. Die Möglichkeiten sind da, die Kraft und die Mut ist da. Auch glücken die Liebe und fühlen auch diese Leichtigkeit. Heute ist ein bisschen dicke Luft und da sind die Wiedergeborenen auch ein bisschen empfindlicher, so spüren das auch. Die sind nicht direkt damit betroffen, aber in vertrauter Umgebung ist es trotzdem spürbar. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein wichtiger Bereich, die Berufung, das in Ordnung zu bringen. Und das ist eine gute Zeit gerade, das zu verwirklichen. Durch Gespräche, durch Terminen. Es ist auch ein wichtiger Vertrag bei vielen Stiergeborenen zum Erwarten. Wo die Sicherheit, Stabilität und diese Veränderung da ist, das ist die Beruf und auch die Finanzen. Und das ist die Zeitqualität, was die Stiergeborenen gerade hilft. In der Liebepartnerschaft, da sind noch Unsicherheiten da. Da sollen die Stiergeborenen noch etwas geduldig sein, bis sie das befestigen können. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein wichtiges Thema die Freundschaften, die zwischenmenschlichen Kontakte, aber auch die Liebe, Partnerschaft. Und heute ist Spannung da. Ein bisschen Geduld noch in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und spüren die Zwillingsgeborenen wieder diese Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine Art Befreiung gerade und ein Aufstieg. Und sie können gut nützen, diese Zeit alles in Ordnung zu bringen, beruflich, im finanziellen Bereich, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Wichtig ist diese Leichtigkeit, diese Befreiung und dass sie selbst die Entscheidungen
treffen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Kraft und Mut und auch Möglichkeiten, etwas verbessern, verändern in ihrem Leben. Und das ist eine sehr gute Zeitqualität, das auch in Angriff zu nehmen. Das ist auch die berufliche Situation, auch familiär, auch die Freundschaften, aber auch in die liebe Partnerschaft. Dass heute eine gewisse Spannung da ist und da sind die Gefühle betroffen, das fühlen auch die Löwengeborenen in ihren Umgebung. Die sind aber direkt damit auch nicht betroffen. Und in den kommenden Tagen können sie aufatmen, kommt wieder die Leichtigkeit. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Dendera Susanna Medici.